Beim Matchup Fulda gegen Grünwettersbach hätten bestimmt einige auf einen Heimsieg von Fulda getippt. Heute wissen wir, dass es nicht ganz so deutlich in die Richtung der Gastgeber laufen sollte. Ohne zu viel vorwegzunehmen, kann ich sagen, dass Einzel Nummer 3 beim Stand von 1:1 natürlich enorm wichtig war. Ovtcharov und Dino Drest hatten zuvor jeweils gepunktet. Jetzt also Ruven Filos gegen Thiago Apollonia. Und das sind zwei Spieler, die schon häufig gegeneinander gespielt haben. Und sehr häufig war es dann auch sehr, sehr knapp. Und das war eben die Frage. Wird das wieder so ein enges Duell zwischen den beiden oder nicht? Satz 1 geht erstmal an Ruven Filos. Diese Kombination aus Aufschlag und Vorhand-Topspin haben wir schon oft von ihm gesehen. Er holt sich also diesen ersten Durchgang. Ja, das war so ein Notschlag von Filos. Der hatte gedacht, dass der Ball vielleicht gar nicht mehr auf dem Tisch landet. So, und klar ist auch, wenn die beiden gegeneinander spielen, dann ist das natürlich was fürs Auge. Lange Ballwechsel sind vorprogrammiert. Auch Apollonia ist ja jemand, der sich ganz gern mal ein Stückchen fallen lässt, aus der Halbdistanz spielt und dann wird es natürlich sehr interessant zum Zuschauen. Nächstes Beispiel haben wir hier, da hat Apollonia gut aufgepasst, da war die Netzkante auch noch mit dabei. Jetzt hat der Mann aus Grünwettersbach die Chancen zum Ausgleich. Ja, gar nicht so leicht zu spielen, manchmal so ein Ball. Filos ja dafür bekannt, dass er auf der Vorhand hier zum Beispiel den Ball manchmal nur hebt. Wenn da noch ein bisschen Seitschnitt mit drin ist, dann ist der schwer zu kontrollieren. Und Filos meldet sich zurück, wehrt alle Satzbälle ab, punktet dann selbst offensiv zum 10-Beide. Oh ja, sehr viel Druck gemacht vorne. Ganz früh genommen diese Vorhand. So, jetzt gehen wir tief rein in die Verlängerung. Und das war eine große Chance. Und das weiß Filos ganz genau. Der Vorhandflip, der kommt nicht. 18-17 jetzt für Apollonia. Anzeige oben links, stimmt gerade nicht. Denn das ist jetzt der Satzgewinn. Doch das 1:1. Hier sehen wir es auf dem Zählgerät rechts. Das war beim Stand von 18:17 der Ball zum 19:17. Nicht beirren lassen, oben links steht jetzt 2:0 für Filos. Es steht aber 1:1. Auch mal sehr interessant aus dieser Perspektive das Ganze zu beobachten. Da sieht man viel besser nochmal die Winkel. Da wollte Apollonia wirklich nochmal weit rausspielen zum Schluss. Leicht am Tisch vorbei. Vorhandduell können beide, klar. Chancen für Apollonia zum 2:1. Und er nutzt sie, holt sich Durchgang Nummer 3 mit 11:8. Oh, gut bewegt. Auf der Mitte, auf dem sogenannten Ellenbogen von Filos, der ja noch gar nicht so häufig zum Einsatz gekommen ist in dieser Saison. Hatte zuvor Anfang September knapp gegen Genueda verloren. Oh, ist das gut. Klar, diese Vorhand-Rallies, das ist das eine, aber den Ballwechsel dann so mit der Rückhand abzuschließen, das ist richtig, richtig stark. Apollonia führt allerdings 8:5. Jetzt 10:7, das sind die Matchbälle. Apollonia gewinnt mit 3:1 gegen Filos. Grünwettersbach ist also vorne. Ovtcharov hat anschließend gewonnen. Es ging ein Schlussdoppel. Am Ende triumphiert der ASC tatsächlich auswärts. Alle Spiele live und auf Abruf bei dein